Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Die Wochenenden sind echt kurz. Montag geht wieder die Arbeit los. Was war das gestern für ein tolles Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schottland? 5:1 haben wir gewonnen. Das eine Tor für Schottland war ein Eigentor von Rüdiger. Aber das war ein richtig klasse Spiel. Besser als erwartet. So kann es weitergehen. Jetzt spielt Deutschland, ich glaube, am Mittwoch gegen Ungarn und ich glaube, Sonntag gegen die Schweiz. Irgendwie so war das. Aber es war ein richtig tolles Spiel gestern gegen Schottland. Da hat Deutschland richtig mal gezeigt, was sie drauf haben. Hätte ich echt nicht gedacht. Richtig tolles Spiel. So muss es weitergehen. Kommen wir zum nächsten Teil des Videos. Ich habe ein Mediabook gekauft auf eBay. Das Mediabook habe ich so oft gesucht, aber nicht gerade in diesem Cover. Aber ist egal, das Cover gefällt mir trotzdem. Hier ist es drinne, einen großen Luftpolsterumschlag. Mache ich gleich mal auf. Mal gucken, ob das auch drinne ist. Hier, was haben wir hier für einen Zettel? Hier noch ein Zettel. Achso, die Rechnung. Aber habe ich ja alles schon bezahlt über PayPal, weil eBay mache ich immer über PayPal. Und da ist es. Ich habe es doch bekommen für den Preis. Für den Preis, den ich euch jetzt sage. Ich habe hierfür bezahlt 60 Euro. Das wird nämlich gehandelt 100. Oder ich habe es mal gesehen auf Amazon. Amazon sind echt Scalper. Amazon kannst echt vergessen. Die tollen Mediabooks auf Amazon sind echt zu teuer. Genauso wie auf eBay. Tolle Mediabooks sind auf eBay zu teuer. Aber dieses hier, ich habe nämlich gekauft, Lake Placid im Cover B. Das habe ich jetzt bekommen für 60 Euro. Habe ich einen Preisvorschlag gemacht. Hat er angenommen, bin ich glücklich. So, dann wechseln wir mal rüber in die andere Perspektive und dann schauen wir uns das Mediabook mal genauer an. Viel Spaß dabei! Willkommen in der Nahansicht. Hier vor mir liegen, was ich bestellt habe auf eBay, Lake Placid im Cover B von Billenblatt. Dieses Cover hat mich eigentlich angesprochen, gefällt mir. Das Ganze ist noch in Schutzfolie. So, nicht mehr OVP, aber im neuwertigen Zustand soll das sein. Das überprüfen wir erstmal. Ist hier irgendwo eine Ecke gestaucht oder eine Ecke, irgendwie eine Delle drin? Die Ecken, die sehen ganz gut aus. Die Ecke hier oben sieht auch ganz gut aus. Kommen wir hier unten runter. Da sieht es auch gut aus. Da sieht es gut aus. Hier sieht es auch gut aus. Das Bein sieht auch gut aus. Und die Rückansicht. Gucken wir hier mal an, ob hier eine Delle ist oder eine Beschädigung. Nichts weiter dran. Echt tolle Ecken, nichts weiter dran. Toll, freut mich. Dafür gibt es schon mal einen Daumen nach oben. Hier das Cover B. Lake Placid in Orange. Oder ist es Orange? Und hier mit dem Krokodil, wie er da durch den Sumpf oder durch den See schleicht im Wasser auf der Jagd nach Menschenfleisch und dann schön gezeichnet. Hier die Rückseite, wenn man das Ganze öffnet, sieht das Ganze so aus. Ein zusammenhängendes Bild vom Cover um zum Backdesign. Richtig toll. Sieht richtig gut aus. Und dann haben wir hier die Rückseite. Das Ganze ist limitiert auf 333 Stück. Ich habe hier Nummer 17. Sieht man hier jetzt ganz genau. Und von Billenblatt. FSK 16. Und hier unten steht sogar Artwork by Andrew Barr. Okay. Und das Mediabook ist aus dem Jahr 2018.
So, schauen wir mal rein. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hä? Wartet mal, ich muss mal kurz pausieren. Also, was ist denn das hier für eine Scheiße? Ich habe mir gerade noch mal im Luftpolsterumschlag geguckt. Hier fehlt einfach der Film drinne. Hier ist gar kein Film drinne. Seht ihr das? Auf der linken Seite ist kein Film drinne. Darum war es auch so günstig. Ich glaube, darum war es auch so günstig. Für 60 Euro. Der hat hier gar keinen Film reingepackt. Scheiße. Also da habe ich jetzt aber... Da habe ich aber jetzt aber eine Scheiße hier am Dampfen. Das hätte ich nicht gedacht. Eine große Enttäuschung. Hier drüben ist nämlich Million-Dollar-Krokodil drinne. Der Bonusfilm. Und ist hier irgendwo die Disc mit bei? Keine Disc drinne vom Film. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Da muss ich den eBay-Verkäufer anschreiben. Oh Mann. Das hätte ich nicht gedacht. Oder ist der. Oder ist hier die, ich habe eben gerade noch Luftpolsterumschlag nachgeguckt, ob da die Disc drin ist. Die Disc ist da auch nicht drin. Das ist jetzt eine große Enttäuschung. Hier ist keine Film drin. Nicht Lake Placid ist hier drin. Der müsste auf der linken Seite sein. Seht ihr hier? Hier ist eine leerer Case. Scheiße. Na, das ist ein Reinfall. Na gut, ich gebe mal das Booklet trotzdem mal durch. Bin ich so sehr enttäuscht. Hier ein zusammenhängender Indruck. Gehe ich mal schnell durch. Naja, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich habe mich so gefreut. Da muss ich den eBay-Verkäufer nochmal anschreiben. Mann. So eine Scheiße, ey. So, hier das Booklet. Hat er einfach den Film nicht reingepackt. Das ist ein enttäuschendes Video. Hier ist nur... Crocodile-Dings drin, nur der Bonusfilm. Darum war das auch so günstig, für 60 Euro. Hoffentlich antwortet mir der eBay-Verkäufer auch. Hoffentlich antwortet der mir. Na gut, kommen wir jetzt rüber in die andere Perspektive, zur Verabschiedung. Ja, eine Enttäuschung. Jetzt muss ich den eBay-Verkäufer nochmal anschreien. Scheiße, ey. Hoffentlich antwortet er mir. Hier aber Lake Placid vom Binblatt. Passt auf, Leute. Passt auf eBay. Ja, wie willst du denn aufpassen? Das ist mir noch nie passiert, dass ich ein Mediabook bekommen habe auf eBay, wo kein Film drin ist. Das habe ich noch niemals so gehabt. Da wo kein Film drin ist. Wie willst du das überprüfen? Das kannst du nicht überprüfen. Jetzt habe ich den Scheiß. Ein Daumen nach unten. Ein Daumen nach unten, ey. Jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt habe ich den Scheiß. Jetzt muss ich den eBay-Verkäufer anschreiben. Hoffentlich komme ich mit ihnen irgendwie nochmal ins Geschäft, dass ich mein Geld wieder haben kann. Und dann schicke ich ihn in der Mediabook zurück. Und dann habe ich mein Geld wieder. Hoffentlich klappt das. Aber ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Also mein Abend ist jetzt eine Enttäuschung. Schade, schade. Ich muss einfach nur sagen, sehr schade um dieses sehr schicke Mediabook-Cover. Um dieses sehr schicke Mediabook, dass da einfach kein Film drin ist. Dass der einfach keinen Film reingepackt hat. Ich wünsche euch allen aber trotzdem einen schönen Abend. Ich gucke heute Abend Fußball. Spanien spielt heute Abend gegen Kroatien und Italien gegen Albanien. Die beiden Spiele gucke ich heute Abend. Den Film kann ich gar nicht gucken, Lake Placid. Ist er nicht drin im Mediabook? Na gut, ciao, ciao.